Das ist Tom. Er wollte seine Ausbildung unbedingt in einer coolen Metropole machen, weil es da einfach alles gibt. Doch leider bekommt er davon nichts mit, weil er es sich einfach nicht leisten kann. Das ist Jan. Er macht seine Ausbildung im Landkreis Bad Kissingen. In seiner Freizeit besucht er Konzerte, geht Mountainbiken oder trifft sich mit Kumpels in Bars, weil er im Landkreis Bad Kissingen gut von seinem Azubi-Gehalt leben kann. Familie Seel wohnt mit ihren zwei Töchtern in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in der Großstadt. Sie hätten gerne etwas mehr Platz und vielleicht sogar einen kleinen Garten. Aber das ist hier einfach nicht bezahlbar. Familie Schmitz lebt mit ihren zwei Söhnen und Hund Oskar im Landkreis Bad Kissingen. Sie haben sich kürzlich ein Haus mit Garten gekauft, in dem sich alle Pudel wohlfühlen. Zum Glück ist Wohnraum hier bezahlbar. Das ist Reinhard aus einer angesagten deutschen Metropole. Er hat eine geniale Geschäftsidee, aber durch die horrenden Grundstückskosten wird es hier wohl leider bei der Idee bleiben. Das ist Birgit. Sie hat hier vor 3 Jahren eine Firma gegründet und beschäftigt heute bereits 18 Mitarbeiter. Sie profitiert von der zentralen Lage, der tollen Lebensqualität und den vielen qualifizierten Arbeitskräften in der Region. Landkreis Bad Kissingen. Hier geht's besser.